Heute dreht sich bei uns alles um Eintöpfe, und zwar die man richtig gut vorkochen kann zum Mitnehmen. Natürlich auch sehr nährstoffreich und geschmackig und natürlich top für die kalte Jahreszeit. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Heute geht's um wärmende Gerichte, Herbst und Winter und um Eintöpfe, nämlich in einem Topf gekocht, ganz wichtig. Und die kann man auch super mitnehmen ins Büro oder in die Arbeit. Und da schauen wir uns jetzt einmal an, was die Bettina für mich vorbereitet hat. Das ist eine super klasse Idee, jetzt in der kühlen Jahreszeit ein Topfgericht zu machen. Man kann ganz viele tolle Nährstoffe einpacken und man kann super klasse mitnehmen. Baue Rollgerste, Karotten und Sellerie ein. Bei der Gelegenheit kannst du dich gleich mit Lagergemüse noch auseinandersetzen, das uns super toll im Winter mit Vitaminen versorgt. Jetzt im Herbst sind Vogelbeeren und Weißdorn tolle Früchtchen, die man in der Küche super einbauen kann. Und du, Markus, kriegst die zwei Früchtchen heute schon von mir. Oh, Bettina, spannendes Thema. Weißdorn habe ich noch nie verkocht. Zum Thema Eintopf hole ich mir jetzt kulinarische Unterstützung, da darfst du gespannt sein. Aber als allererstes brauchen wir mal das Gemüse. Servus, grüß dich. Servus, was tust du da? Du, ich brauche Sellerie und Karotten. Ganz dringend. Ja, sicher ja schon. Riecht man. Ja, man riecht es brutal. Ja, also es richtig nach Sellerie. Kannst du es aussuchen, wenn du willst. Schau her, da schöne Hand ist. Boah, das sind schon gescheite Wurzel. Die haben wir jetzt angeschoben. Also das ist jetzt quasi direkt erntereif, oder? Das ist jetzt, genau, das ist jetzt der Satz, der was auch dann im Oktober jetzt dann eingelagert wird. Wie ist das so bei dir mit Anbau und Ernte? Was baust du eigentlich alles an? Eine Hauptkulturen haben wir bei uns die Kartoffeln. Mhm. Das ist eine von den Hauptkulturen. Dann haben wir eben das ganze Wurzelgemüse, Sellerie siehst du gerade, ja. Karotten, Gelberrum, Pastanak. Das sind die Sachen, die dann eingelagert werden, was wir fast das ganze Jahr durch haben. Von welchen Mengen reden wir denn da bei dir so? Sellerie und Karotten, was ist da so? Ja, wir haben beim Sellerie, da bauen wir ca. 1 Hektar. Die sind dann schon bei 30 Tonnen oder so. Wahnsinn. Da. Also es reicht gerade für mich jetzt zum Mitnehmen. Wahrscheinlich schon. Gell? Möchtest du mir mal sehen, wie es ausschaut da drinnen? Gell? Schau her da. Ach so, du schneidest da die richtig. Damit kann man die Wurzeln ein bisschen zurückschneiden. Ja, schau. Richtig? Und so kannst du das nur mitnehmen. Also wir waschen dann noch einmal ab. So ist halt ganz was frisch, gell? Fällt frisch aus dem Walser Gemüseland. Ja super, ja perfekt. Das ist genau das, was ich brauche. Und dann brauchen wir noch Karotten. Wo kriegen wir die jetzt her? Karotten wirst du auch noch genug sehen. Ja. Sehr gut. Dann schauen wir mal weiter, oder? Schauen wir weiter, gehen wir zum Karottenfeld. Ja, nicht zu wenig Karotten. Sechs also genug, oder? Die Menge ist da. Ich brauche ein paar. Gell? Ich brauche kein Feld. Ja. Ein paar reichen mir schon. Darf man mal schauen, oder? Du, wie ist denn das eigentlich vom Pflanzen bis zum Ernten? Was für eine Zeitspanne ist das ungefähr? Das ist ja ein Gelbürm. Die braucht von Haus aus ein bisschen länger. Die hat ungefähr eine Kulturzeit von 120 Tagen. Also das heißt vom Samen bis zur Ernte dann. Also da gute 4 Monate. Genau, ja, je nach Witterung wieder. Weißt du, heuer ist ein bisschen ein Wachstum abgegangen, weil es trocken war. Versuchen wir es damals ein bisschen länger drin lassen. Und dann wird es schon aber nicht schlecht aus. Was ist für dich ein Erntekriterium? Ja, das zum Beispiel. Die Größe? Das ist jetzt noch ein bisschen spitz. Der wird dann nur, wenn es richtig reif wird, dann wird es nur stumpfer. Ah, also nach dem schaust du, ob die da vorne spitz ist. Genau. So, jetzt werde ich mal was zeigen. Jetzt schaust du mal, wie wir das machen. Gell? Das ist zwar jetzt der kleinere Kühlraum, aber ein bisschen was siehst du auch schon. Warum jetzt eigentlich mit so viel Erden und eigentlich nicht gewaschen? Was ist da dahinter? Das ist das Allerwichtigste, dass die Erden dran hofft, auch noch, dass die Feuchtigkeit hält. Sagst du, so fand es richtig. Also die Erden ist eigentlich der Feuchtigkeitsspender genau. Für die ganze Lagerzeit.
Wenn wir das nicht schaffen mit viel Erden, dann müssen wir es sogar ein bisschen abdecken. Und die fangen dann aber nicht zum Schimmeln an oder zum... Wenn die gesund kommt vom Feld, dann halt der. Natürlich vor mir mit 1 Grad, das muss ich auch dazu sagen. Gell? Die Temperatur ist schon... Ja. Jetzt hat aber nicht jeder so ein Kühlhaus daheim. Wie tue ich das jetzt daheim? Also ich war zum Beispiel einer, der tat das jetzt vielleicht ins nicht frierende Gartenhäusl im Winter oder so. Oder in einen Erd- oder in einen Keller. Keller, ja. Wenn du einen kühlen Keller hast, ja. Weißt du, das ist das Problem, dass halt bei den Neubauten eigentlich die Keller überall warm sind. Gell? Und wenn ich das jetzt wirklich noch die Möglichkeit habe daheim, dass ich es selber betreibe, dann tue ich das eigentlich vom Prinzip her gleich, weil du... Genau, mit Erden, mit ganz Erden, wichtig, mit Erden, Frostfreiheit, frostfrei, genau. Für anders kannst du es nicht machen. Ja, und dann hält man das im Prinzip über den kompletten Winter, im Normalfall, daheim auch. Du musst halt schon ab und zu mal ein bisschen nachschauen. Ist einmal einer dabei, der was ein bisschen ein Schadstück hat, dass du den gleich aussortierst, dann bringst du die anderen schon drüber. Also jetzt habe ich wieder richtig viel dazugelernt, ja, gell, für daheim. Ich hoffe, dass das und, interessiert hat. Ja, gell? Das war richtig spannend. Und ich werde jetzt weiterfahren nach Seekirchen und da verkochen wir jetzt das. Schau, dass du was Gescheites draus machst. Ja, danke dir. Alles Servus, klar. Ciao. Servus, bitte. Martina, wir sind heute da bei dir und du bist spezialisiert auf Kochkurse für Eintöpfe. Ja, Markus. Traditionelle. Erklär mir das einmal, um was geht es da genau? Und zwar folgendes. Eintopfgerichte mag ich total gern, weil zum einen sind sie simpel gemacht, sie sind schnell zubereitet und ich habe dann quasi in einem Gericht alles drinnen, was ich brauche. Also die volle Bandbreite an Nährstoffen. Und noch dazu machen wir halt ein Paradegericht für regionale, saisonale Küche. Was ist auf unser Plan heute? Also was erzähl mir mal, was ist unser Rezept? Also, Markus, wir machen heute ein Gericht angelehnt an das Kärntner Ricett. Okay. Und zwar quasi ein bisschen neu interpretiert, und zwar eine fleischlose Variante. Also wirklich rasch zubereitet, lässt sich gut auf Vorrat kochen oder eben gut mitnehmen. Also das könnte jetzt quasi fertig kochen, dann fülle ich mir das ab, zum Beispiel in eine Weckglasen oder Rexglasen. Genau. Und kann das dann so mitnehmen und dort aufnehmen. Das ist perfekt dafür geeignet. Gut, Martina, also dann bin ich gespannt, was wir jetzt da für ein tolles Rezept kochen miteinander. Mit was starten wir? Legen wir los, oder? Wir legen los. Markus, etwas habe ich schon vorbereitet, und zwar Zwiebelknoblauch ist fertig, Sellerie. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Wurzelgemüse, und wenn du magst, kannst du Karottenwürfeln. Karottenwürfeln. Jawohl, sehr gut. War spitze. Das heißt, ich tue Karottenwürfeln und du startest in der Zwischenzeit. Ich schwitze schon einmal Knoblauch-Zwiebel an. Jawohl. Die Karotte ist die Kulturform der wilden Möhre und sie gehört zu den Doldenblütengewächsen. Verwendet wird von ihr die Pfahlwurzel und die hat eine unterschiedliche Form und Farbe. Sie wächst gern in Mischkulturen. Herausragend bei der Karotte ist der Carotingehalt. Der ist auch verantwortlich für diese typisch schöne orange Farbe. Und sie hat sicher den höchsten Carotingehalt von allen Gemüsesorten. Sie hat Alpha- und Beta-Carotine enthalten, die sie in Vitamin A umwandeln. Das ist besonders wichtig für unser Sehvermögen und vor allem für das Nachtsehen, aber auch für unser Zellwachstum. Sie hat Vitamin B enthalten, sie hat Vitamin C, K, Anthocyane, Folsäure, ganz viele Mineralstoffe, aber auch Ballaststoffe und Eiweiß enthalten. Ein ganz besonderer Wirkstoff ist die essentielle Aminosäure Glutamin. Und zwar wird das Glutamin bei uns in den Muskeln und im Blut abgebaut, um Energie zu gewinnen. Ist ganz besonders wichtig für die Energie in unserer Zelle. Menschen, die zu Magengeschwüren neigen oder vermehrt Alkoholkonsum haben, sollten wirklich noch mehr Glutamin aufnehmen. Die Karotte kann man kochen in Form von einer Suppe oder für Gemüse. Das ist nochmal besonders, weil dann das Carotin noch besser aufgenommen werden kann, wenn sie gekocht wird. Oder man zerstört die Zellwände, das heißt, wenn man sie reibt für einen Salat, ist das Carotin auch nochmal besser zum Aufnehmen. Man kann die Karotte aber auch zum Beispiel für einen Kuchen verwenden. So, ich bin jetzt mit der Schneiderei fertig. Ich habe nicht, ein bisschen was hast du ja auch geschnitten.
Jetzt muss das alles zu dir in den Topf, oder? So ist es. Kann ich das gleich mal, kann ich da gleich mal anstarten? Ich bitte oder? Darum. Sehr gut. Der Knollensellerie ist ein Wurzelgemüse, kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und gehört zu den Doldenblütengewächsen. Er ist vom Mai bis November zu ernten und sehr gut lagerfähig. Dadurch kann man das ganze Jahr verzehren und sind immer gut mit Vitaminen versorgt. Der Sellerie schmeckt angenehm würzig und dafür verantwortlich sind die Bitterstoffe und ätherischen Öle. Und die sind vor allem im gelben Fruchtfleisch enthalten. Leider ist im Laufe der Zeit mehr und mehr der weiße Sellerie herangezogen worden. Der ältere, ausgereifte Sellerie, der ist länger lagerfähig. Den Sellerie soll man nicht neben Obst lagern, da verdirbt er nämlich leicht. Der Jungsellerie, der hat auch noch so ein schönes Blattgrün, da sind auch noch ganz viele Bitterstoffe enthalten, die gut sind für unsere Galle, Bauchspeicheldrüse und für die Leber. Die enthaltenen Bitterstoffe und ätherischen Öle sind gut bei gereizten Magen und neutralisieren überschüssige Magensäure. Außerdem hat er noch Kalium, Calcium, Folsäure, Vitamin K und Vitamin C enthalten, aber auch ganz viele Ballaststoffe. Und er ist früher schon bei rheumatischen Beschwerden oder gegen Gicht verwendet worden. Und daher hat man damals eigentlich im Arzneigarten angepflanzt und nicht wie heute im Gemüsegarten. Heute wird er hauptsächlich für Gemüsesuppen, für Eintöpfe, für Gemüseschnitzel oder als Püree verwendet. Man kann aber auch aus dem Sellerie einen Tee zubereiten. Das hilft super gegen unangenehme Blähungen. So. So, haben wir alles drin. Markus, danke fürs Wurzelgemüse. Nein, das riecht unglaublich gut. Ich werde jetzt ein bisschen Gas geben und röst das Wurzelgemüse nochmal durch. Sehr gut, das ist ein Top-Stichwort. Wir geben ein bisschen Gas und da habe ich gleich einmal einen Energiesporttipp für euch. Wenn ihr einen Herd habt, wo ihr noch Ceran benutzt und eine Glühplatte verwendet, dann ist das natürlich nicht sehr energiesparend. Mit einer Induktion wäre es natürlich besser, weil da wird die Hitze nur genutzt, wenn ich wirklich direkt koche und dann ist es top energiesparend. Weiter geht's mit der Grollgerste, die eingeweicht war, die geben wir jetzt ebenfalls dazu. Die Rollgerste ist eine entkernte, geschälte und entspelzte Gerste und sie gehört genauso wie der Weizen und der Roggen zu den Süßgräsern. Der Weizen hat die Rollgerste ein bisschen vertrieben, weil der Weizen eine bessere Backeigenschaft hat. Aber seit dem 20. Jahrhundert wird die Gerste, aber auch die Rollgerste wieder sehr gern verwendet. Nicht nur fürs Bierbrauen und für die Herstellung von Whisky, sondern auch für schmackhafte und gute Gerichte. Die Rollgerste ist durch das Schälen besser verdaulich. Aber durch das Schälen verliert sie auch ein bisschen an Vitamingehalt und an Mineralstoffgehalt. Das macht aber gar nichts, weil sie hat immer noch ganz viele tolle Mineralstoffe wie Phosphor, Kalium, das uns den Wasserhaushalt im Körper reguliert, aber auch Calcium, Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren, auch Eisen ist enthalten. Die Rollgerste hat auch noch ganz viele Ballaststoffe enthalten, wie das Beta-Glucan. Das ist super für die Regulierung von unserem Blutzucker und lässt auch nur den Cholesterinspiegel senken. Aus der Rollgerste können super geschmackvolle Gerichte zubereitet werden. Und sie ist eine tolle pflanzliche Eiweißquelle. Und dann sind wir schon so weit, dass wir mit dem Gemüsefond aufgießen. So, ich hätte da dein Gemüsefond, perfekt, dann gieße ich mir auf. Du sagst einfach Stopp, gell? Bitte gern alles. Mhm. Können wir komplett alles rein, aufgießen. Oder? Sehr gut. Genau. Dann lassen wir das Ganze einmal aufkochen, geben unsere Gewürze dazu, also Salz, Pfeffer, Liebstöckel und ein frisches Lorbeerblatt oder ein getrocknetes. Dann gehen wir mit der Hitze etwas zurück und köcheln es ungefähr 10-12 Minuten, bis das Ganze noch schön Biss hat. Man, das schaut schon richtig gut aus. Wir haben so ungefähr 12 Minuten köcheln müssen, das Ganze. Wir geben jetzt unsere vorbereiteten gekochten Bohnen dazu. Vielleicht nochmal 3 Minuten oder was durchziehen lassen, dass sie einfach warm werden. So, unsere Bohnen haben wir jetzt drin. Das heißt, du hast gesagt, noch 2-3 Minuten ein bisschen ziehen lassen. Geben wir einen Deckel nochmal drauf. Und dann können wir eigentlich schon auf unsere Teller anrichten, oder? Genau. Oder wir haben ja ein tolles Gericht, was sich super zum Mitnehmen ins Büro eignet. Das heißt, du kannst es im Prinzip dann in die Arbeit mitnehmen und genau, wärmst es dort auf. Oder ich stelle mir noch mal was in den Kühlschrank zurück und habe ein
fertiges Abendessen, wenn ich nach der Arbeit heimkomme. Du hast gesagt, ein bisschen Schnittlauch brauchen wir noch. Fände ich immer schön. Soll ich schneiden, oder? Antworten, ich kann das ja schon so gut. Leg los. Für alle Eintopf-Fans von euch unbedingt Kanal abonnieren und Video liken. So, Martina, das schaut jetzt echt geschmackig aus. Wir probieren das jetzt gleich. Ich gebe da auch gleich mal an. Oh ja, das ist ein kräftiges Gericht. Ja. Gut, super. Das ist das erste Mal, dass ich sagen kann, mir fällt das Fleisch nicht. Das ist bei mir jetzt ganz neu. Also ich muss sagen, das ist wirklich super geworden. Wunderbar, das gefällt mir. Schmeckt sehr gut. Und darum geht es jetzt gleich zurück zu mir in die Küche, weil ich habe nämlich auch noch mal ein Gericht vorbereitet. So, zurück in der Küche und wir brauchen jetzt natürlich auch noch was Süßes, weil das geht bei mir nicht ohne süß. Das heißt, wir machen uns jetzt unseren Milchreis, und zwar keinen normalen Milchreis, sondern mit einer Schafsrohmilch. Dazu natürlich unsere tollen Beeren, die wir da mit haben. Und von mir natürlich ein bisschen an selbst eingelegten Kürbiskompott, das geben wir dann noch oben drauf, dann vollenden wir das mit den Beeren, ein bisschen eine frische Minze oben drauf und dann sind wir schon fertig. Wir starten jetzt als allererstes mit unserer Schafsrohmilch, die werden wir jetzt einmal erhitzen. Als nächstes geben wir jetzt unseren gewaschenen Rundkornreis dazu, ja, damit der jetzt in der Milch richtig schön langsam vor sich hinquellen kann und dann kochen wir das richtig cremig. Jetzt habe ich da ja meinen selbst eingelegten Kürbis, wie so ein Kürbiskompott. Und das zeige ich euch jetzt noch ganz geschwind, wie ich das gemacht habe. Als allererstes habe ich meinen Hokkaido-Kürbis besorgt, den natürlich entkernt, dann in Spalten schneiden und in kleine Würfel. Dann geben wir das Ganze in kleine Rexgläser oder in Einweggläser oder Marmeladengläser. Geben dazu ein bisschen an Piment, Sternanis, ein bisschen Nelke, ein bisschen an Zimt. Zimtstange in dem Fall. Machen uns einen Läuterzucker mit halb Zucker, halb Wasser, kochen das einmal kurz auf, die Gewürze dazu und gießen das Ganze dann über unseren Kürbis. Jetzt haben wir unser Glaserl fertig präpariert. 20 Minuten, 100 Grad Dampf und einkochen. Unser Milchreis ist jetzt kurz vorm Fertigwerden, das heißt noch ein paar Minuten, dann ist er soweit. Dann können wir mit unserem Kürbis dazugehen, aber wir brauchen ja noch unser Topping, nämlich unsere lässigen Beeren. Und zwar tun wir die ganz kurz in ein bisschen Butter anrösten, das ist gut für die Beeren und gibt natürlich noch mehr einen Geschmacksschub. Die Vogelbeere, eigentlich die gewöhnliche Eberesche. Eberesche, was so viel heißt wie falsche Esche, weil sie die zwei Baumarten sehr ähnlich sehen, gehört zu den Rosengewächsen. Sie ist ein mehrstämmiger Baum oder Strauch und wird 10 bis 15 Meter hoch. Sie wird 100 bis 120 Jahre alt. Und die Blätter, die sind gefiedert, 9 bis 19 Fiedern und sind wechselständig. Im Frühling hat sie eine Blüte, die von Mai bis Juni blüht. Jetzt im Herbst haben wir die Früchte, die so erbsengroß sind, hellrot bis dunkelrot werden. Wichtig ist, dass man diese Früchte bearbeitet, das heißt in Alkohol einlegt, kocht oder auch trocknet, damit die Blausäure unschädlich gemacht wird. Aus den Früchten kann man Liköre machen, Säfte, Marmeladen, Kompott, Mousse. Man kann sie aber auch trocknen und als Mehl verarbeiten und zusätzlich noch als Mehlersatz verwenden. Das gibt eine schöne Farbe und es macht einen angenehm herben Geschmack. Die Vogelbeere hat ganz viel Vitamin C. Auf 100 Gramm kommen 200 bis 250 Milligramm Vitamin C. Dabei hat sie auch noch ganz viel Säure, was das Vitamin C stabilisiert. Das heißt, wenn ich die Vogelbeere weiter verarbeite, geht das Vitamin C nicht verloren. Das bleibt weitestgehend erhalten. Sie hat auch noch Gerbstoffe, ätherische Öle, Bitterstoffe und Flavonoide enthalten. Allgemein kräftigt und stärkt sie unser Immunsystem, wirkt super gegen Magenverstimmungen und kräftigt auch unseren Magen. Der Weißdorn, botanisch der zweigriffelige Weißdorn, gehört zu den Rosengewächsen und mag total gern einen kalkhaltigen Boden. Seinen Namen hat er vermutlich von den schönen weißen Blüten, die von April bis Mai blühen, und den wehrhaften Dornen. Und seine Blätter, die sind wechselständig, leicht eingeschnitten und haben so einen gezahnten Rand. Jetzt im Herbst
haben wir die Früchte, die oval bis kugelig sind, hellrot bis fast schwarzrot. Wichtig ist, dass der Weißdorn bearbeitet wird, um die Blausäure, die in den Kernen enthalten ist, unschädlich zu machen. Der Spruch, der Weißdorn, das weiß jedes Kind, stärkt Herz und Nerven ganz geschwind, kommt nicht von irgendwoher. Er ist besonders gut für das Altersherz, wenn es einmal unrhythmisch oder schwach schlägt. Er ist gut gegen Stress, er ist gut bei Schlaflosigkeit, er hilft uns bei Angstzuständen, bei Blutdruckstörungen, bei zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck, aber auch wenn wir einen schwachen Kreislauf haben. Man kann die Blüten wie die Früchte für Tee verwenden. Aber jetzt, vor allem im Herbst, kann man aus den Früchten Kompott, Mousse, für Soßen, für Suppen. Man kann den Weißdorn auch kandieren oder in Pestos verarbeiten. Er hat nur ganz viel Vitamine, vor allem das Vitamin B enthalten. Er hat Mineralstoffe, ätherische Öle, Gerbstoffe und Bitterstoffe enthalten. Er ist ein unglaubliches Geschmackserlebnis in der Küche und darum unbedingt zum Ausprobieren. Wer jetzt gern das Topping mit den Beeren auch noch ein bisschen süß haben will, der kann natürlich noch ein bisschen an Creme-Honig dazugeben. Aufpassen, ganz wichtig, dazu soll aber die Hitze nicht mehr zu groß sein. Unser Milchreis ist jetzt so weit, dass wir ihn eigentlich anrichten können. Jetzt brauchen wir noch unseren Kürbis und den fischen wir da jetzt raus. Natürlich aufpassen, dass die Gewürze nicht dabei sind, weil die sind beim Essen nicht so fein dann. Und geben jetzt den Kürbis da dazu. Jetzt sind wir so weit, dass wir anrichten können. Für mich persönlich natürlich eine Portion zum Probieren, das ist ganz wichtig. Allerdings eine ganz super Geschichte zum Mitnehmen in einem Rexglaserl oder in einem Wegglaserl. Fürs Büro oder für die Jausen kann man auch super kalt essen. Jetzt werden wir uns das einmal anrichten. Geben uns da einmal in die Mitte eine super schöne Portion. Einmal für mich und einmal fürs Mitnehmen. Dann brauchen wir unsere Beeren, die jetzt richtig schön angeröstet sind und ein bisschen Süße von dem super Creme-Honig. So, Bettina, angerichtet ist und jetzt hätte ich gern dein Fazit. Das sind ja super klasse, nährstoffreiche Gerichte geworden und voll praktisch zum Mitnehmen. Das Richard, das muss ich auch unbedingt einmal ausprobieren. Und ohne, dass wir es geplant haben, hast du alle Gerichte heute vegetarisch gemacht. Perfekt. Ja, danke, Bettina. Stimmt, vegetarisch ist mir gar nicht aufgefallen. Wie hat mir das passieren können? Aber ich habe das Fleisch gegen süß getauscht. Das ist schon mal gut. Danke für das Feedback. Und ich gebe mir jetzt noch ein bisschen was von meinen Minzblüten aus dem Garten drauf zur Deko und dann werde ich es probieren. Also heute wieder richtig coole Geschichte, ohne Fleisch, sogar vegetarisch, süß zwar, aber trotzdem eine richtig lässige Geschichte. Und wenn ihr noch mehr Gerichte sehen wollt, dann einfach da klicken.